Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Kanal Bens Fußball TV. In diesem Video geht es darum, um ein FIFA 22 Experiment, was um die Champions League 2022 bzw. 2021-22 gehen soll. In diesem Experiment werden wir herausfinden, wer laut FIFA die Champions League, die UEFA Champions League 2021-22 gewinnen wird. Das Ganze machen wir im FIFA 22 Champions League Menü Turnier, wofür FIFA 22 ja erneut wieder die Rechte für bekommen hat. Die Champions League mit Songs und alles Mögliche in FIFA zu verwenden bzw. nachzustellen. Um dass das Video nicht zu lange geht oder ich auch nicht zu viel Arbeit brauche, um dieses Video zu erstellen, werden wir alle Clubs auswählen, die wir steuern wollen, aber werden jedes Spiel schnell simulieren bzw. simulieren. Das machen wir mit jeder Partie, die in der Champions League zu spielen ist. Also wir werden die ganze Gruppenphase, jedes einzelne Spiel schnell simulieren. Jedes einzelne Spiel, das Achtel-, Viertel-, Halbfinale und das Finale werden wir natürlich auch dann daraufhin schnell simulieren. Also wir werden keins der Teams steuern. Wir wollen ja herausfinden, was FIFA entscheiden würde, wer die Champions League gewinnt. Und das kann man natürlich nicht testen, wenn man irgendein Team, was man mehr mag, zum Beispiel steuert. Darum, FIFA entscheidet jede Partie selber, entscheidet bei jeder Gruppe selber, wer dort weiterkommt. Und natürlich dann am Ende, wer es gewinnen wird. Und da bin ich auf jeden Fall richtig gespannt drauf. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Ich denke mal, es wird ein spannendes Experiment. Vorher möchte ich noch entschuldigen, dass gestern das geplante Video ausgefallen ist. Das wird jetzt auch erstmal nicht nochmal erstellt bzw. hochgeladen werden. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Video nicht zu drehen und hochzuladen, weil zu mich ein bisschen zu viel Aufwand wäre für wenig Aufrufe, weil ich denke mal, das wäre nicht so gut angekommen. Darum denke ich mal, das Video kommt jetzt besser an. Darum mache ich das Video jetzt auch, lade es dann auch hoch und ich hoffe, es kommt gut damit an. Um es mir zu zeigen, dass es bei euch gut ankommt, lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, und damit ihr keins meiner Videos verpasst, und gebt doch gerne einen fetten Daumen nach oben. Was ich ein bisschen schade finde, dass in FIFA natürlich, weil manche, aber wirklich, das sind ganz wenige Vereins, die FIFA nicht die Rechte gegeben haben, dass manche Vereins einfach umbenannt wurden. Darum nicht wundern, wenn es vielleicht in 1, 2, 3 Gruppen mal ein Team gibt, zum Beispiel Juventus, was anders heißt. Zum Beispiel Juventus heißt ja in FIFA Piemonte Calcio, die italienische Mannschaft, und ja, darum nicht wundern, die Teams her sind alle original und dann halt auch die meisten Namen, Trikots und so auch alle original, nur bei manchen, bei ganz wenigen Clubs hat FIFA keine Rechte für bekommen. So, jetzt möchte ich gar nicht mehr so lange quatschen. Ich will ja, dass es jetzt um das geht, worum es gehen soll, und zwar um dieses FIFA 22 Experiment. Und ja, vorher möchte ich noch sagen, mein Tipp ist, dass diese Champions League 2021-22 der FC Bayern München gewinnt, von dem ich ja auch Fan bin. Und aber ich denke, FIFA 22 wird nicht entscheiden, dass Bayern gewinnen wird, sondern mein Tipp ist, dass FIFA 22 entscheidet, dass Manchester City die Champions League gewinnt. Ist so mein Gefühl, und mal sehen, ob das tatsächlich so ist, beziehungsweise FIFA es so entscheiden wird. So, schreibt mal gerne noch euren Tipp in die Kommentare, was ihr denkt, wer in echt die Champions League gewinnt und was FIFA entscheidet. Und dann würde ich sagen, schnacken wir jetzt nicht so lange, jetzt geht's los, wir sehen uns in FIFA 22 Champions League Menü wieder. Bis gleich. So, wie ihr jetzt sehen könnt, sind wir jetzt hier in Champions League Menü der Teamauswahl. Hier haben wir die originalen Gruppen, wie sie auch in echt sind. Hier zum Beispiel, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Gruppe A, wo wir Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig und Club
Brügge drin haben. Hier ist dann auch immer, was gedacht wird, wer Gruppenerster wird. Zum Beispiel in der Gruppe denkt FIFA, es wird Manchester City. Hier denkt FIFA Chelsea. Ja, und bei den anderen halt genauso. Und natürlich, um dass wir alle Teams steuern können, müssen wir erstmal alle hier mit X anklicken. Und das mache ich jetzt mal schnell, dann sehen wir uns gleich wieder. So, alle sind jetzt hier angeklickt mit X, dass wir alle Teams hier in der Champions League steuern könnten. Wir wollen es natürlich nicht richtig steuern, sondern eher schnell simulieren. Darum werden wir auch nichts an den Aufstellungen ändern. Es wird alles der automatische Trainer machen. Und ich bin natürlich hier für FC Bayern. Aber mal gucken, ob mir FIFA den Wunsch erfüllt, dass FC Bayern das Ding hier gewinnt. Einsatzbereit. Text lese ich nicht vor, hat man eh viel zu wenig Zeit für. So, jetzt noch das Intro, was irgendwie noch ein kleiner Bug ist, glaube ich, dass es ohne Sound kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es beabsichtigt so hochgeladen wurde, aber sonst würde es ja eigentlich schon gefixt werden. Vielleicht haben sie dafür irgendwie keine Rechte bekommen, weil ich komisch finden würde, da ja im Game ganz normal die Champions League Hymne kommt. Und ja. Hier sehen wir jetzt die erste Partie des ersten Spieltags der Gruppenphase. Die Gruppenphase, wie die meisten ja von euch wissen, die die Champions League verfolgen, wissen ja, die Gruppenphase ist schon vorbei. Achtelfinale Auslosung war ja schon. Und dann am, lasst mich nicht lügen, ich glaube 15.02. geht es dann los mit dem Achtelfinale. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass es für dieses Video, dass da auch jetzt hier in der Champions League jemand gewinnt, das Team, was auch in echt jetzt noch mit dabei ist, weil was halt sehr blöd wäre, wenn jetzt zum Beispiel RB Leipzig das Ding gewinnen würde, die jetzt eigentlich schon raus sind. Darum hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich das Glück habe, dass jemand, der tatsächlich noch weiter ist, das Ding hier gewinnt. Aber ich denke mal, es wird so sein, da ja die Besten sowieso weiterkommen werden und das dann wahrscheinlich auch hier gewinnen werden. Hier nochmal ganz schnell, nee, nicht spielen. Wie ihr oben jetzt da seht, ja, steht da oben jetzt RB Leipzig. Der Grund ist dafür, dass immer das Heimteam, was spielt, da ist dann immer der Name oben. Und aber trotzdem können wir ganz normal simulieren. Kein Team hat dadurch jetzt Vorteile, dass dafür, dass es jetzt heim spielt. Wir drücken dann einfach hier auf schnell simulieren und ja, dann wird FIFA entscheiden, wer das gewinnen wird. Jetzt hier nochmal ganz schnell die Tabelle, Gruppe A. Manchester City, Paris, RB Leipzig, Club Brügge, in Gruppe B Atletico Madrid, FC Liverpool, FC Porto und der AC Milan. Gruppe C Sporting, Borussia, Dortmund, Ajax, Amsterdam und Besiktas. Gruppe D, warum macht er jetzt hier nicht weiter? Gruppe D wollen wir hin. Inter Milan, Real Madrid, Schachtar Donetsk, und Jeni Malatyaspor, keine Ahnung wie die heißen. Ich glaube, das sind auch welche, die umbenannt wurden in FIFA. Beziehungsweise durch ein anderes Team hier ersetzt wurden in dieser Gruppe. Gruppe E, die ist komplett original. FC Bayern, FC Barcelona, SL Benfica und Dynamo Kiew. Dann Gruppe F, FC Villarreal, Manchester United, Bergamo Calcio und die Young Boys. Gruppe G. Lille, Sevilla, RB Salzburg und VfL Wolfsburg. Gruppe H. FC Chelsea, Piemonte Calcio. Das ist übrigens Juventus, Malmö, FF und Hibernian. Das sind alle Gruppen und alle Teams. Und ich würde sagen, jetzt schnacken wir nicht so lange. Top-Torjäger haben wir momentan noch keine Statistik. Ist ja auch ganz klar, weil noch kein Spiel war. Und das ist die Mannschaft von Leipzig. Werden wir aber nichts dran ändern, um es fair zu machen. Und ja, dann auf Spielen. Aber jetzt hier nicht auf Spielen, sondern auf schnell simulieren. Erste Partie, Leipzig gegen Brügge. Wer gewinnt das Spiel? Die Begegnung. Wir warten ab. Und RB Leipzig gewinnt 1:0 am ersten Spieltag der Gruppenphase. Wie die meisten ja auch von euch wissen, wird
jeder gegen jeden in der Gruppe spielen und auch jeder gegen jeden in der Gruppe zweimal. Einmal heim, einmal auswärts. Darum wird Sporting dann auch nochmal heim spielen. Nee, wer war das gerade? Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall werden die dann auch nochmal heim spielen. So, damit es jetzt ein bisschen schneller geht, machen wir auch alles jetzt schneller. Partie Ajax Amsterdam gegen Beşiktaş. Wer gewinnt hier? 1:2 für Beşiktaş, wo FIFA denkt, dass die unten sind. Und wir machen das Ganze dann auch so, wenn der erste Spieltag vorbei ist zum Beispiel, zeige ich euch die ganze Tabelle, wie sie dann aktuell aussieht. Dann bei Spieltag 2 dann ebenfalls, wie der Stand dann aussieht und immer nach jedem Spieltag auch die Top-Torjäger. Und jetzt machen wir alles ein bisschen schneller. Manchester City gegen Paris Saint-Germain, Top-Partie. Wer gewinnt sie? Manchester City gewinnt 2:1 gegen Paris Saint-Germain. Und Manchester Citys Tore hat geschossen Kevin De Bruyne und Jesus. Atletico Madrid gegen Liverpool 3:2. FC Porto gegen Milan 2:1 für Porto. Jetzt die Partie Shakhtar Donetsk gegen Yeni Malatyaspor 1:1 unentschieden. Das erste Unentschieden in dieser Folge. Das wird auf jeden Fall noch spannend in der Rückrunde der Gruppenphase. Jetzt die Partie Inter Milan gegen Real Madrid. Hier könnt ihr auch dann, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich hier immer dann fortsetze die Aufnahme, dass ihr noch kurz die Aufstellung sehen könnt. Jetzt Inter Milan gegen Real Madrid. 1:4 für Real Madrid. So, ich hätte mir schon vorstellen können, dass Real Madrid das gewinnt, aber nicht, dass die so hoch gewinnen. Jetzt die Partie Sporting gegen Borussia Dortmund. Das Spiel geht 0:3 für Borussia Dortmund aus, was man sich auch eigentlich so vorstellen konnte zwischen den beiden. Jetzt sind wir bei Benfica Lissabon gegen Dynamo Kiew. Und jetzt die Schnellsimulation. 0:2 für Dynamo Kiew gegen Benfica. Lille gegen Sevilla. Jetzt das Ergebnis. 1:2 für FC Sevilla. Mir ist aufgefallen, die meisten Teams, die auswärts spielen, gewinnen irgendwie. Ist mir jetzt irgendwie gerade so aufgefallen, dass meistens hier die Auswärtsteams gewinnen. Komisch. Jetzt kommt die Lieblingspartie von mir des ersten Spieltags und zwar Bayern München gegen FC Barcelona, die hier jetzt schon Aubameyang drin haben. Wie geht das Spiel aus? Wir simulieren schnell und gucken, was draus wird. Barcelona gewinnt 1:3. Uiuiui, schlecht für die Bayern. Barcelona mit dem Sieg. Villarreal gegen Manchester United 1:1 unentschieden. Das wird noch spannend in der Rückrunde. Malmö FF gegen Hibernian. Wie geht diese Partie aus? 1:2 für Hibernian. Jetzt, ich glaube, die letzte Partie. Chelsea gegen Juventus im Spiel hier Piemonte Calcio. Das Spiel geht aus 2:3 für Piemonte Calcio. Wir haben doch noch eine Partie und das ist RB Salzburg gegen VfL Wolfsburg und diese Partie geht 1:2 für Wolfsburg aus. Was ist denn hier los? Irgendwie die ganzen Auswärtsteams gewinnen hier. Und ich habe euch sogar noch eine Partie zu bieten und zwar Bergamo Schalke gegen die Young Boys. Und das sehen wir jetzt, wie das Spiel ausgeht. Jetzt mal ein Heimsieg und zwar Bergamo Schalke gewinnt 2:1 gegen die Young Boys. Spieltag 1 ist um. Übrigens, bevor ich hier anfange jetzt, wenn alle 6 Spieltage in der Gruppenphase um sind, blende ich euch zum Vergleich nochmal zu jeder Gruppe die reale Gruppe ein, wie sie in echt aussieht, wie sie in FIFA aussieht. Da könnt ihr dann alles sehen, wie in FIFA die Tore sind und wie in echt die Tore waren. Und ja, aber jetzt erstmal ist ja erst der erste Spieltag um und noch nicht der 6. Gruppe A ist aktuell Gruppenführer Manchester City. Paris
Komischerweise nur Platz 3. Dann haben wir einmal B. Und da haben wir Atletico Madrid als Gruppenführer und Liverpool komischerweise auf Platz 3. Wenn ihr einfach noch länger das sehen wollt, dann könnt ihr einfach kurz stoppen. Hier, wie man vielleicht erwarten konnte, Borussia Dortmund Platz 1, komischerweise Beşiktaş Platz 2, komischerweise Ajax Amsterdam Platz 3 und komischerweise Sporting Platz 4. Jetzt hier, ist irgendwie ein bisschen komisch hier. Jetzt hier, das sieht eigentlich ganz gut aus, und zwar nicht für Inter Milan, aber für Real Madrid, denn die sind Gruppenerster. Gruppe E, Gruppenerster Barca, Gruppenzweiter Dynamo Kiew und Gruppendritter die Bayern. Uiuiui. Gruppe F, Bergamo Calcio oben, Manchester United kommt darauf, Villarreal darauf und Young Boys auf Platz 4. Gruppe G, FC Sevilla, VfL Wolfsburg, hier Gruppe H, Chelsea noch Platz 3. Also es sind auf hier jetzt nach dem Spieltag 1 ein paar krasse Dinger dabei, zum Beispiel, dass Chelsea zum Beispiel auf Platz 3 ist und ja, ein paar Überraschungen, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt in den zweiten Spieltag der Gruppenphase der UEFA Champions League 2021-22. Vorher noch die Top-Torjäger natürlich. Toni Kroos ist einfach Top-Torjäger, darauf kommt Mané und danach ein Wind von VfL Wolfsburg. Der Spieltag 3 startet. Tibanyan gegen FC Chelsea. Wer gewinnt? Ich denke FC Chelsea. Was denkt ihr? Chelsea gewinnt natürlich. 0-3. Barca gegen Benfica Lissabon. Ich hoffe Benfica gewinnt. Benfica gewinnt 1-2 gegen Barca. Sehr stark. Gut für die Bayern. FC Sevilla gegen Salzburg. 2-2 unentschieden. VfL Wolfsburg gegen Lille. Wer gewinnt dieses Duell? Wolfsburg gewinnt im Heimstadion 3-1 nach 90 Minuten. Manchester United gegen Bergamo Calcio, die aktuell Gruppenerster sind. Spannendes Duell. Wer gewinnt? Manchester United gewinnt dieses Duell mit 1-0 gegen Bergamo Calcio. Jetzt die Partie Dynamo Kiew gegen FC Bayern München. Wer gewinnt dieses Duell? Bayern gewinnt 1-2. Sehr gut von den Bayern. Young Boys gegen Villarreal. Und Villarreal gewinnt mit einem 2-3. Juventus bzw. in FIFA Piemonte Calcio gegen Malmö FF. 4-1 für Piemonte Calcio. Sehr schönes Ergebnis, muss ich sagen. Vielleicht das höchste dieses zweiten Spieltags der Gruppenphase. Brügge gegen City. Mein Tipp ist, City gewinnt, aber das sehen wir jetzt, wer gewinnt. Und es gewinnt natürlich Manchester City mit einem 1-3, auch Jesus wieder mit einem Tor. Real Madrid gegen Shakhtar Donetsk. Wie wird es ausgehen? Oh, nur ein Unentschieden. 1-1. Was ein Ergebnis gegen diesen kleinen Club, den man anscheinend nicht unterschätzen sollte. Jetzt die Partie Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig. Das wird sehr spannend. Das wird wirklich sehr spannend und ich bin aufs Ergebnis gespannt. 2-1 knapp gewinnt Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig. Malatyaspor gegen Inter Milan, die aktuell Platz 4 sind. Können sie es jetzt ändern? Inter Milan gewinnt 2-4. Jetzt die anderen aus Mailand bzw. Milan, und zwar jetzt AC Milan gegen Atletico Madrid. Bei Milan Ibrahimovic im Sturm, richtig geil. Ich bin gespannt. 1-3 für Atletico Madrid, konnte man aber erwarten, dass die gewinnen, aber mit einem 3-1. Ja,
Nächste Partie. Liverpool gegen FC Porto. Auch Liverpool hat eine schöne Mannschaft. War nicht den besten Sturm, aber mit die besten Flügelspieler und auch sehr gute Abwehrspieler. Wie geht's aus? 1-1 unentschieden nur. Liverpool gegen Porto. Was ist mit Liverpool bzw. was ist mit Porto los? Die Borussia aus Dortmund gegen Ajax Amsterdam. Und das Ganze geht 1-3 für Ajax Amsterdam aus. Jetzt die anderen beiden Teams aus der Gruppe, und zwar Beşiktaş gegen Sporting. Ich denke, Sporting gewinnt, aber das sehen wir jetzt. Es gewinnt natürlich Sporting mit einem 1-3. Und der Spieltag 2 ist um. Der zweite Spieltag der Gruppenphase. So sieht es aktuell aus. Manchester City oben, jetzt Paris wieder zum Glück auf Platz 2. Jetzt die Gruppe B. Atletico Madrid oben, hat sich nicht viel geändert. Gruppe C, Ajax Amsterdam Gruppenführer, Borussia Dortmund jetzt Platz 2. Gruppe D, Real Madrid und Inter Milan auf den ersten beiden Plätzen. Gruppe E, momentan noch Barca ganz oben, aber Bayern schon dahinter. Alle Clubs in dieser Gruppe sind punktgleich. Nur die Tordifferenz ist nicht gleich bei allen, aber es sind einfach alle punktgleich, Leute. Stellt euch das mal vor, das wäre echt so, dass der Club Dynamo Kiew punktgleich mit dem FC Bayern München wäre. Irgendwie nicht vorstellbar, aber FIFA lässt es sich machen. Also das ist echt eine außergewöhnliche Gruppe. Hier ist auf jeden Fall noch alles offen. Hier ist noch nichts, noch wirklich gar nichts entschieden. Hier ist wirklich noch alles offen. In Gruppe F sieht schon ein bisschen eindeutiger aus. Manchester United oben, Villarreal Platz 2. Gruppe G. Wolfsburg überraschenderweise Platz 1 und Sevilla Platz 2. Gruppe H. Piemonte, Schalke, Juventus Platz 1 und Chelsea Platz 2. Ja, so kann es eigentlich sein. Und das war's auch mit dem zweiten Spieltag. Wir kommen dem dritten Spieltag immer näher, aber vorher noch natürlich die Statistiken wieder. Jetzt ist Messi Top-Torjäger, dann Wind immer noch Platz 2 und Gomez von Sevilla auf Platz 3. Jetzt erste Partie, dritter Spieltag, Gruppenphase, Wolfsburg gegen Sevilla. Wolfsburg, die sich jetzt am letzten Transfertag nochmal schön Max Kruse von Eisern Union geholt haben. Schaffen die durch ihn den Sieg in der Wolfsburg Arena, das sehen wir jetzt. Und unentschieden 2-2, Baku mit 2 Toren. Bergamo Schalke gegen FC Villarreal. Das Ganze geht 1-3 für Villarreal aus. Red Bull Salzburg gegen Lille. Salzburg gewinnt 2-1. Young Boys gegen Manchester United. Ich denke, Manchester United gewinnen. Das sehen wir jetzt. 2-2 unentschieden nur. Young Boys, was mit euch los? Beziehungsweise, was ist mit euch los, Manchester United? Jetzt die Partie Benfica gegen Bayern. Aktuell punktgleich sogar. Wie geht's aus? 3-1 für Benfica, Lissabon. Was ist mit den Bayern los? Nein. Es sieht danach aus, als wenn Bayern nicht mal weiterkommt. Uiuiui. Ganz ehrlich, ey, die ganze Zeit gefühlt gewinnen die Auswärtsteam und kaum ist Bayern München das Auswärtsteam, verkacken die einfach, obwohl sie jetzt das Auswärtsteam waren. Das ist wieder so klar. Dynamo Kiew gegen Barca, die aktuell Gruppenerster sind und das, denke ich mal, jetzt auch bleiben werden. Und das Ganze geht 1-1 aus, unentschieden nur. Jetzt mal Malmö FF gegen Chelsea. Wer gewinnt? Ich denke, Chelsea gewinnt. Oh, was ist das denn für ein Ergebnis? Was ist mit Malmö FF los? Von denen ich noch nicht mal was gehört habe ansatzweise. Aber 3-4, ui, krasses Ergebnis. Hibernian gegen Juventus. Also wundert euch nicht, dass ich immer zu Piemonte Juventus sage, weil eigentlich ist das halt Juventus. Aber jetzt das Spielergebnis interessiert uns. 0-2 für Juventus. Beşiktaş gegen Borussia Dortmund.
Das Ganze geht 2 zu 5 für Dortmund aus. Schönes Ergebnis auf jeden Fall. Haaland 2 Tore, Emre Can ein Tor, Donyen Malen ein Tor und Jude Bellingham. FC Porto gegen Atletico Madrid. Atletico Madrid gewinnt 1 zu 2. Paris bzw. Club Brügge gegen Paris. Ich denke, Paris gewinnt und das werden sie bestimmt auch. Ja, 3 zu 5, auch sehr krasses Ergebnis. Also heute sehr krasse, komische Ergebnisse dabei. Messi mit dem Tor, Mbappé mit dem Tor, Messi nochmal mit dem Tor, Hakimi und Neymar noch mit dem Tor. Leipzig gegen Manchester City. Ich habe so ein Gefühl, es wird ein Unentschieden. Was wird es? Nein, ein 0 zu 1, knapp für Manchester City. De Bruyne mit dem 1. Tor für Manchester City. Schachter gegen Milan. Wie geht das Ganze aus? 2 zu 3 für Inter Milan. Malatias Bor gegen Real Madrid. Irgendwie komisch, dass heute am Spieltag die ganzen guten Teams immer recht sind. Dann werden bestimmt dann beim nächsten Mal dann jetzt die nächsten Spieltage immer die besten Teams heim gewinnen. Aber jetzt schnell Simulation. 1 zu 2 für Real Madrid, Vinicius und Groß für Real Madrid die Tore geschossen. AC Milan gegen Liverpool. Wie geht das aus? 2 zu 2 unentschieden. Okay. Ja. Ajax Amsterdam gegen Sporting Portugal. Wollte schon Lissabon sagen, alles ja Portugal. Und 3 zu 2 Ajax Amsterdam. Endlich mal wieder ein Heimsieg. So, und jetzt kann ich euch sagen, das war's mit dem dritten Spieltag auch schon. Und jetzt sehen wir hier wieder die Gruppen eingeblendet. Manchester City Platz 1. Also an der Gruppe hat sich eigentlich gar nichts geändert. Außer die Tore, die Gegentore, die Tordifferenz und die Spiele und die Punkte natürlich. Gruppe B. Da haben wir Atletico Madrid vorne und danach Porto. Gruppe C. Ajax Amsterdam, danach Borussia aus Dortmund, Gruppe D, Real Madrid, Gruppenführer Inter Milan, Gruppenzweiter. Das sind wirklich, diese Gruppe gefällt mir, denn die ist wirklich, das könnte echt real jetzt sein, dass so die Gruppe aussieht und so sah die, glaube ich, auch meines Wissens nach aus in echt. Sehen wir dann gleich nochmal, wenn alle Spieltage vorbei sind, dann sehen wir nochmal daneben die echten Gruppen eingeblendet. So, Gruppe E, Benfica auf Platz 1. Barca auf Platz 2, Dynamo Kiew auf Platz 3 und natürlich Bayern auf Platz 4, einfach auf dem letzten Platz. Ja, das ist wirklich sehr kurios. Also das natürlich in echt, das ist irgendwie ganz anders, diese Gruppe. Das gefühlt alles anders. Da weiß ich natürlich auch, da ich Bayern-Fan bin, wie die Gruppe aussieht. Und zwar Bayern Platz 1, Benfica Platz 2, Barca Platz 3 und Dynamo Kiew auf Platz 4. Naja, FIFA entscheidet, wer es machen soll. FIFA ist mein, wie ich weiß, kein Bayern-Fan, also okay. Gruppe F, FC Villarreal Platz 1, Manchester United Platz 2. Gruppe G, Wolfsburg Platz 1, Sevilla danach auf Platz 2. Gruppe H, letzte Gruppe, Juventus Platz 1, die Chelsea Platz 2. Das ist auch eine Gruppe, die so in Real aussehen könnte und glaube ich auch so ausgesehen hat, so ungefähr, auf jeden Fall die ersten beiden Plätze. Und jetzt sehen wir uns wieder im vierten Spieltag. Nee, wir müssen uns noch die Top-Torjäger angucken und das machen wir natürlich jetzt. Weiterhin Top-Torjäger Lionel Messi, aber jetzt nicht mehr Wind auf Platz 2, sondern Parejo und danach Luis Suarez von Atletico Madrid. Die Hälfte der Gruppenphase ist übrigens jetzt geschafft und jetzt nähern wir uns immer mehr dem vierten Spieltag, der jetzt beginnt. Atletico gegen Porto. 3-0 Atletico Madrid, sage ich doch, jetzt kommen die ganzen guten Links, also heim und dann werden wir jetzt auch wahrscheinlich mehr Heimsiege sehen. Inter Milan gegen Schachter Donetsk und Inter Milan gewinnt 3-0. Man City gegen Leipzig, ich denke Man City gewinnt und das tun sie mit einem 2-1. Also wie ihr wahrscheinlich bis jetzt merkt, merkt ihr, dass jetzt die ganzen Guten halt wirklich links sind und darum auch jetzt wirklich Heimsiege sich holen. Und jetzt Paris Saint-Germain gegen Club Brügge. 3-0 Paris Saint-Germain. Vierter Spieltag, Liverpool gegen AC Milan. Und das Ganze geht 3-2 für Liverpool aus. Wirklich jetzt nur noch Heimspiele. Heimsiege meine ich natürlich.
Sporting Lissabon, nee, schon wieder. Sporting Portugal gegen Ajax Amsterdam und das Ganze geht 2:1 für Sporting aus. Dortmund gegen Besiktas. Wie geht das Ganze aus? 1:1 unentschieden nur. Dortmund gegen Besiktas, okay. Real Madrid gegen Yeni Malatasias. Boah. Wie geht das aus? 2:3. Malatias, boah, was ist denn mit denen los hier in der Champions League? Die räumen ja alles ab. Am Ende gewinnen die noch den Titel. Chelsea gegen Malmö FF. 3:0 Chelsea. Die anderen aus Manchester, und zwar damit meine ich Manchester United und gegen die Young Boys. Ich denke mal, das wird auch wieder ein Heimsieg. Ja, 3:1 Manchester United. Juve gegen Hibernian. 1:2 für Hibernian. Sevilla gegen Wolfsburg. Und das sehen wir jetzt. Das Endergebnis 2:2 unentschieden. Okay, okay, ja, ist okay. LOSC Lille gegen RB Salzburg, die nicht so gut sind. Aktuell darum auch die Niederlage. 2:1 Heimsieg für Lille. Vanille. Villarreal gegen Bergamo Schalke. Das Ganze sehen wir jetzt. Das Endergebnis ist 1:1 unentschieden. Barça gegen Dynamo Kiew. Wie geht das aus? 2:1 für Barça. Barça ist echt viel besser als in echt. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Partie. Kann jetzt Bayern endlich mal den Sieg holen? Und vielleicht sogar gegen den Gruppenersten. Und zwar Bayern gegen SL Benfica. Bitte Bayern. Nein! Was machen die? Unentschieden gegen Benfica. Was ist denn mit denen los? Ich kann es nicht fassen. Bayern. Nee. Bayern, doch, Bayern wird ernsthaft hier von FIFA wahrscheinlich rausgekickt, Mann. Das wird wohl echt nicht, dass die Champions League in FIFA zumindest gewinnen. Und der vierte Spieltag ist um. Gruppe A immer noch gleich von den Platzierungen her. Gruppe B, Atletico Madrid, dann Liverpool jetzt. Liverpool jetzt Platz 2, sehr schön. Gruppe C, jetzt Borussia Dortmund Gruppenführer und Sporting auf Platz 2. In Gruppe D ist Inter Milan jetzt Gruppenerster und Real Madrid Gruppenzweiter. In Gruppe E ist Benfica immer noch Gruppenerster, die halten es tatsächlich. Barca jetzt wieder Platz 2 und Bayern jetzt wieder Platz 3 und Dynamo jetzt Platz 4. Die Bayern rücken wieder weiter höher. Schaffen sie es vielleicht noch auf Platz 1? Gruppe F Manchester United, dann Villarreal, Gruppe G Wolfsburg, dann Sevilla und Gruppe H immer noch Juventus, dann Chelsea. Das sind die Top-Torjäger. Messi immer noch Platz 1, dann Parejo und dann immer noch Luis Suarez auf Platz 3 von Atletico Madrid. Und jetzt auch schon der fünfte Spieltag gewinnt und das beginnt mit einer sehr langweiligen Partie und zwar damit meine Hibernian gegen Malmö FF. Wie geht's aus? 2:4 für Malmö. So, jetzt hier Sevilla gegen Vanille. Und Sevilla gewinnt 1:0. Jetzt die Top-Partie Juventus gegen Chelsea. Geht es hier um den Platz 1? Wer wird Platz 1? Wer bleibt Gruppenerster? Das sehen wir jetzt. Juventus gewinnt 2:1, damit bleiben sie Gruppenerster. Pulisic-Tor hat nicht gereicht. Wolfsburg gegen Salzburg unentschieden 1:1. Dynamo Kiew gegen Benfica. Ich hoffe natürlich, Dynamo Kiew gewinnt. Nein, wieder ein Unentschieden für Benfica 2:2. Und jetzt kommt es. Barcelona gegen FC Bayern. Ich bin gespannt. Bitte Bayern, bitte. Ja, 1:3 für Bayern München. Und in der 86. Minute scheint es einen Elfmeter gegeben zu haben, den Lewandowski verschossen hat. Aber trotzdem, Bayern hat gewonnen, 1:3, sehr stark. Young Boys gegen Bergamo Schalke, 2:2. Manchester United gegen Villarreal. 1:2.
Beşiktaş gegen Ajax Amsterdam. 2 zu 3 für Ajax. Jetzt wieder eine langweilige Partie, obwohl Malatyaspor kann man ja nicht unterschätzen. Also Malatyaspor gegen Schachtar Donetsk. Und das Ganze geht 3 zu 4 für Schachtar Donetsk aus. Brügge gegen Leipzig. 3 zu 1 für Brügge, sehr stark. Jetzt wieder die geile Partie, und zwar Paris Saint-Germain gegen Manchester City. Und das Ganze geht 1 zu 3 für Manchester City aus. Jetzt AC Milan gegen Porto, wie geht das Ganze aus? 3 zu 0 für AC Milan. Liverpool gegen Atletico Madrid, spannende Partie, ich denke Liverpool gewinnt. 2 zu 1. Borussia aus Dortmund gegen Sporting Portugal, meine ich, 1 zu 1 unentschieden. Real Madrid gegen Inter Milan. Und ja, das geht folgendermaßen aus. 1 zu 2 für Inter Milan. Der vorletzte Spieltag 5 in der Gruppenphase ist beendet. So, die Gruppe A immer noch gleich geblieben. Wird sich jetzt auch, denke ich mal, nicht mehr viel ändern. Vielleicht noch in den letzten Plätzen da unten. Gruppe B, Atletico Madrid, dann Liverpool. Gruppe C, dann Ajax, dann Borussia. Gruppe D, Inter, dann Real. Gruppe E, Benfica, dann Barca, dann Bayern. Ich hoffe echt, Bayern schafft es noch auf Platz 2. Denn wenn theoretisch Benfica jetzt verlieren würde und Barca verlieren würde, würde es Bayern sogar noch auf Platz 1 schaffen können. Aber dazu muss Bayern dann natürlich auch gewinnen. Gruppe F, Villarreal, dann Manchester United. Gruppe G, Wolfsburg, dann Villa. Gruppe H, Piemonte, dann Chelsea. Ja, jetzt die Top-Torjäger. Jetzt ist Platz 1 nicht mehr Messi, sondern Parejo, dann Messi und dann immer noch Luis Suarez von Atletico Madrid. Und jetzt beginnt der letzte Spieltag der Gruppenphase, und zwar der Spieltag 6. Wir beginnen mit Manchester City gegen Brügge. 1-1 unentschieden. Leipzig gegen Paris Saint-Germain. Unentschieden nur. Stark von Leipzig, nicht gut von Paris. Atletico Madrid gegen AC Milan. 1 zu 1. Jetzt haben wir hier Porto gegen Liverpool. Und das Ganze geht auch unentschieden 1 zu 1 aus. Jetzt Sporting gegen die Beşiktaş. 2 zu 0 für Sporting. Jetzt Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund. Auch unentschieden 1 zu 1. Was ist denn heute los? Alle hier 1 zu 1 unentschieden. Wahnsinn. Jeder Spieltag hat hier irgendwie was Eigenes so. In dem einen haben die haben fast nur Auswärtsteams gewonnen. Am nächsten Spieltag dann fast nur Heimteams. Und jetzt ist hier irgendwie nur noch ein Unentschieden. Inter Milan gegen Malatyaspor. Ich konnte sie auch schon besser aussprechen. Jetzt 1 zu 2 für Malatyaspor. Man darf die echt nicht unterschätzen in der Champions League hier. Jetzt Schachtar Donetsk gegen Real Madrid. 2 zu 4 für Real Madrid. Jetzt kommt es. FC Bayern gegen Dynamo Kiew. Wenn Bayern gewinnen, könnten sie es noch auf Platz 2 oder auf Platz 1 schaffen. Ich bin gespannt. Natürlich muss die Partie Benfica gegen Barca unentschieden ausgehen. Und dann wäre Bayern einfach Platz 1. Bitte Bayern, bitte. Bitte gewinne. Bayern gewinnt. 2 zu 0, Doppelpack Lewandowski. Jetzt hat Bayern noch Riesenchancen. Und da haben wir es direkt. Benfica gegen Barca. Bitte unentschieden, bitte. 0 zu 3 für Barcelona. Ich hoffe, dass Bayern... Doch, Bayern müsste jetzt weiter sein. Ja, und das sind... Sie glaube ich auch, ich freue mich jetzt nicht so früh. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einen Denkfehler habe, aber ich glaube, die sind sogar weiter. Villarreal gegen die Young Boys. Wie geht das aus? 1 zu 1. Wieder ein 1 zu 1 unentschieden.
So, bevor es weitergeht, brauche ich auf jeden Fall jetzt ein Kaugummi und ich esse jetzt hier einen Cent. Da schaut, das soll jetzt hier keine Werbung sein, aber ich brauche den jetzt. Ich brauche ein Kaugummi. So, jetzt die Partie Bergamo Schalke gegen Manchester United. Und das Ganze geht 2 zu 2 unentschieden aus. Jetzt Lille gegen Wolfsburg. Wie geht das aus? 1 zu 2 für Wolfsburg. Jetzt Salzburg gegen Sevilla. Wie geht diese Partie aus? Und diese Partie geht 0 zu 2 für Sevilla aus. Chelsea gegen Hibernian. Wie geht das aus? 3-0 Chelsea. Endlich mal wieder ein Sieg für Chelsea. Malmö FF gegen Juventus. Wenn Malmö gewinnt, dann könnte es vielleicht noch dafür sorgen, dass Juventus, nee, Chelsea auf Platz 1 kommt. Und das sehen wir aber jetzt. Unentschieden. Ich glaube, da ändert sich jetzt nicht viel an der Gruppe. Also wirklich, dieser Spieltag sehr viele Unentschieden. Mal sehen, wie es weitergeht. Die komische Gruppenphase der Champions League ist vorbei. Mal sehen, was FIFA entscheidet, wer weiter ist. Und jetzt werden wir uns die Gruppen genauer angucken, mit dem Vergleich gleich oben eingeblendet zu den Gruppen, wie sie aktuell aussehen. Und das machen wir auch jetzt. Hier jetzt sehen wir zum ersten die Gruppe A. Da haben wir aktuell Manchester City oben, in echt auch. Paris auf Platz 2, in echt auch. Club Brügge auf Platz 3, in echt auf Platz 4. RB Leipzig daraufhin Platz 4, in echt Platz 3. Das war Gruppe A. Das heißt, Man City und Paris Saint-Germain ist wie in echt weiter. So dann die Gruppe B. Da ist Atletico Madrid in FIFA oben, aber in echt ist es Liverpool und Atletico Madrid ist in echt auf Platz 2 und in FIFA auf Platz 1. AC Milan Platz 3, in echt Platz 4, Porto Platz 4 in FIFA in echt auf Platz 3. Aber wie in echt kommen Liverpool und Atletico Madrid weiter. Jetzt Gruppe C. Da ist Sporting auf Platz 1, in echt auf Platz 2, Ajax Platz 2, in echt auf Platz 1, Borussia Dortmund Platz 3, in echt Platz 3, Beşiktaş Platz 4, in echt Platz 4. Das heißt, Sporting und Ajax Amsterdam ist wie in echt weiter, also FIFA anscheinend schon sehr gut hier wie in echt, aber ja, ein bisschen vertauscht, aber möglichst real. Jetzt Gruppe D, Inter Milan Platz 1. In echt ist es Real. Real Madrid Platz 2, in echt Platz 1. Malatyaspor ist gar nicht dabei in echt. Kann man nicht viel zu sagen. Aber Schachtar ist in echt dabei. Und auch hier Platz 4, in echt Platz 4. Und wir in echt weiter Real Madrid und Inter. Aber auch hier wieder vertauscht. Gruppe E. Da ist in echt Barca. Nee, ist in FIFA Barca Platz 1. In echt Platz 3. Bayern Platz 2, in echt Platz 1, Benfica Platz 3, in echt Platz 2, Dynamo Kiew Platz 4, in echt Platz 4. Das heißt, Bayern und Barca sind weiter. Das ist jetzt das erste Mal, dass nicht wie in der Realität die Teams weiter sind. Gruppe F. Villarreal Platz 1, in echt Platz 2, Man United Platz 2, in echt Platz 1. Bergamo Schalke ist, glaube ich, in echt Atalanta Schalke. Und ja, Platz 3 in echt Platz 3. Young Boys Platz 4 in echt Platz 4. Auch hier wieder Manchester United und Villarreal wie in echt weiter, aber auch da wieder vertauscht irgendwie. Jetzt hier eine große Überraschungsgruppe, denn hier Wolfsburg Platz 1, aber in echt Platz 4. Sevilla Platz 2 in echt Platz 3, Salzburg auf Platz 3, in echt auf Platz 2 und das ist eine Gruppe, da stimmt gar nichts entgegen her zur Realität. Und die letzte Gruppe, Gruppe H, da ist Juventus Platz 1, in echt Platz 1, Chelsea Platz 2, in echt Platz 2, Hibernian Platz 3, in echt Platz 3, dafür ist es dann Zenit und Malmö FF Platz 4.
und in echt Platz 4. In der Gruppe stimmt alles außer der eine Club, aber dafür kann ja FIFA nichts, dass sie für Zenit keine Rechte bekommen haben. So, und das war's mit den Gruppen. Jetzt sehen wir uns erstmal, bevor wir die Achtelfinalbegegnungen, wo wir jetzt eine schon sehen können, erstmal die Top-Torjäger. Messi, jetzt wieder Top-Torjäger, danach Pareo und Villarreal und Jesus von Manchester City auf Platz 3. Jetzt sehen wir uns die Achtelfinalbegegnung an. Ich bin gespannt drauf. Paris spielt gegen Barca, das wissen wir jetzt schon. Sevilla gegen Manchester City, Bayern gegen Villarreal, Manchester United gegen Inter Milan, Ajax Amsterdam gegen VfL Wolfsburg, Chelsea gegen Atletico Madrid, Liverpool gegen Sporting, Real Madrid gegen Juventus, richtig Top-Spiel. Also es gibt jetzt nicht viele Top-Spiele, aber ich muss sagen, die besten Spiele sind auf jeden Fall Paris gegen Barca, Bayern gegen Villarreal, aber nur weil Bayern es ist. United gegen Inter auch spannend, Chelsea gegen Madrid auch spannend und Real Madrid gegen Piemonte Schalke auch spannend, also Juventus. Und dann gehen wir ins erste Spiel des Achtelfinales, Paris gegen Barca. Hier die Aufstellung und jetzt 6 Minuten Halte, ab in die Schnellsimulation. Barca gewinnt in der Hinrunde 1:2, aber was ich noch sagen muss, es hat nichts zu heißen. Denn in der Champions League gibt es in der Gruppenphase, im Halbfinale, im Achtelfinale und im Viertelfinale Hin- und Rückrunden. Das heißt, jedes Spiel spielt zweimal die jeweilige Partie. Einmal im Heimstadion, einmal auswärts. Und dann wird halt Heim- und Auswärtsspiel zusammengerechnet und das ergibt dann, wer weiter ist. Kommt jetzt zum Beispiel als Gesamtergebnis ein 4:4 raus, muss es eine Verlängerung in der Rückrunde geben. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Partie und das ist Sevilla gegen City. Und City gewinnt 2:4. Also wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur die Hinrunde, die Rückrunde kommt ja dann noch. Bayern gegen Villarreal, den Gruppenersten, keine Ahnung von welcher Gruppe, auf jeden Fall Gruppenerster. Bitte Bayern, bitte, bitte mach das Ding und Bayern gewinnt 3:0. Wahnsinn, Bayern hat es jetzt nochmal hingekriegt, die Kurve zu kriegen und ich denke mal in der Rückrunde wird sich auch nicht viel ändern. Ich denke Bayern ist safe im Viertelfinale und Sané Tor geschossen, Gnabry Tor geschossen und Müller Tor geschossen. Man United gegen Inter Milan, 2:1, Manchester United. Ajax Amsterdam gegen VfL Wolfsburg, VfL Wolfsburg gewinnt 1:2. Chelsea gegen Atletico Madrid, schöne Partie. Wer gewinnt? Atletico Madrid gewinnt 0:3 gegen Chelsea. Liverpool gegen Sporting, wer gewinnt dieses Duell? Liverpool 3:1. Letzte Partie in der Achtelfinale Hinrunde der UEFA Champions League 2021-22. Das ist Real gegen Juventus. Wie geht's auch? Spannende Partie zum Abschluss. 0:0. Ja, okay. Also ich hätte schon gedacht, dass da ein Tor irgendwie geschossen wird von irgendjemand. Aber dass das 0:0 ausgeht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Unentschieden hätte ich mir schon vorstellen können, aber kein 0:0. Also zwischen denen wird es nochmal richtig spannend, muss ich sagen. Das erste Mal übrigens ein 0:0-Ergebnis und das war die Hinrunde des Achtelfinales. Jetzt kommt die Rückrunde, so sieht es aktuell aus. Hier unten die Gesamtergebnisse bis jetzt, die werden sich natürlich bestimmt jetzt alle nochmal ändern. Und dann erste Partie, Achtelfinale, Rückrunde und das ist gleich Villarreal gegen Bayern München. 0:3 steht es aktuell für Bayern, ändert sich jetzt nochmal was dran. Villarreal gewinnt 2:0. Insgesamt steht 2:3. Bayern ist trotzdem weiter. Der Grund dafür ist, dass Bayern in der Hinrunde 3 Tore geschossen hat und Villarreal 0. Villarreal jetzt aber mit 2 Toren und Bayern mit 0. Also das heißt, Bayern steht im Viertelfinale wieder ganz knapp in die nächste Runde sich geschlichen. Inter Milan gegen Manchester United. 3:1 für Manchester, 3:1 für Inter Milan und das heißt, Inter Milan hat alles gedreht, das ganze Gesamtergebnis wurde gedreht, Inter Milan ist jetzt weiter.
Es gab übrigens Verlängerung. Es ging bis in die 120. Minute. Rückrunde Barca gegen Paris. Vorher hat in der Hinrunde Barca 2-1 gewonnen. Und wie sieht's jetzt aus? 2-2 unentschieden. Barca ist knapp weiter. Auch da musste die Verlängerung gegriffen werden. Man City gegen Sevilla, oben seht ihr das Gesamtergebnis. Ändert sich nochmal was dran? Nein, außer dass jetzt ein Unentschieden ist. Partie Sporting gegen Liverpool. Auch da unentschieden, 2-2 nach der 90. Minute. Also keine Verlängerung muss es geben. Jetzt die Top-Partie, wo es vorher in der Hinrunde 0-0 stand. Jetzt wird alles entschieden. Wer jetzt gewinnt, ist weiter. Piemonte Calcio bzw. Juventus gegen Real Madrid. Wer gewinnt und ist weiter? Juventus gewinnt diesmal 3-1 in der Verlängerung. In der 120. Minute ist das Ding dann beendet und Juventus ist weiter. Wolfsburg gegen Ajax. 2-0 Wolfsburg. Max Kruse Mann-Tor. Letzte Partie des gesamten Achtelfinale hier in FIFA. In echt kommt es ja noch, aber in FIFA ist es gleich zu Ende nach diesem Spiel. Ich denke, unentschieden, aber trotzdem Atletico Madrid weit. Bevor es hier zum Viertelfinale geht, erstmal gucken hier, wer jetzt weiter ist. Barcelona ist weitergekommen gegen Paris. Manchester City gegen Sevilla ist Manchester City weitergekommen. Bei Villarreal ist gegen Bayern ist FC Bayern knapp weitergekommen. Bei Inter Milan gegen Manchester United ist Inter Milan knapp weitergekommen. Bei Wolfsburg gegen Ajax ist knapp... Ist Wolfsburg auf jeden Fall weiter. Atletico Madrid gegen Chelsea ist Atletico weiter. Bei Sporting gegen Liverpool ist Liverpool weiter. Und bei Juventus gegen Real ist Piemonte Calcio Juventus weiter. Jetzt die aktuellen Top-Torjäger. Messi immer noch 1, Pario von Villarreal Platz 2 und De Zecco von Inter Milan jetzt Platz 3. Es geht los mit dem Viertelfinale. Ich habe euch noch gar nicht die Begegnung gezeigt. Die zeige ich euch jetzt, wer im Viertelfinale spielt. Das sehe ich jetzt auch gerade. Manchester City gegen FC Bayern München. Was eine Hammerpartie. Barca gegen Inter. Ja, Liverpool gegen Atletico Madrid, ja, Wolfsburg gegen Juventus, ja, also Bayern gegen City, auf jeden Fall die Top-Partie des Viertelfinales, also die beste und schwerste Partie, ich drücke die Daumen für Bayern und das ist auch direkt die erste Partie. Komm Bayern, mach es, mach ihn. Manchester City gewinnt 3-1 gegen Bayern. Warum erwischt genau Bayern so ein Top-Gegner? Das hat doch Bayern echt nicht verdient. Barca gegen Inter Milan. Ich denke, Barca gewinnt und das tun sie nicht. Das ist ein Unentschieden vom 3-3. Spannendes Ergebnis, das wird nochmal spannend dort. Liverpool gegen Atletico Madrid. 2-1 für Liverpool. Letzte Partie, Viertelfinale, Hinrunde, Wolfsburg gegen Juventus. 1-5 für Juventus. Jetzt geht's weiter mit der Rückrunde des Viertelfinales. Und jetzt wird alles nochmal getauscht zwischen Heim- und Auswärtsteam. Ja, Top-Torjäger zeige ich euch nach dem Viertelfinale hier und auch die Tabelle dann. Aber jetzt Atletico Madrid gegen Liverpool. 6 Minuten heiter, ab in die Schnellsimulation. 1-4 für Liverpool. Oben wieder das Gesamtergebnis. Da könnt ihr sehen, dass Liverpool klar im Halbfinale ist. Juventus gegen Wolfsburg. Aktuell sieht es aus, als wenn Juventus weiter ist. Und das sind sie auch mit einem Gesamtergebnis von 8-2. Jetzt die Partie Bayern gegen Manchester City. Aktuell sieht es auf jeden Fall aus, als wenn Manchester City weiter ist. Aber das sehen wir jetzt bitte, Bayern. Unentschieden, nein, Manchester City ist weiter im Halbfinale. FC Bayern München ist raus, laut FIFA. Mal sehen, ob Bayern in echt auch im Viertelfinale ausscheidet. Vielleicht auch schon im Achtelfinale. Aber ich denke mal, Bayern wird es in echt gewinnen. Aber FIFA möchte es auf jeden Fall nicht, dass Bayern gewinnt. Auf jeden Fall richtig traurig für mich, dass Bayern raus ist. Manche von euch werden sich vielleicht freuen, aber ich freue mich auf jeden Fall nicht. Jetzt erstmal Inter Milan gegen Barcelona. Hier ist noch alles offen.
Auch wieder ein 3 zu 3 wie in der Hinrunde. In der Hinrunde 3-3, in der Rückrunde 3-3, in der Verlängerung konnte es immer noch nicht entschieden werden. Also, das erste Mal hier in der Champions League in FIFA. Elfmeterschießen und das Elfmeterschießen ging 5 zu 4 für Inter Milan aus. Also ist Inter Milan sogar weiter und hat Barca geschlagen. Das war das Viertelfinale. Hier nochmal, wer jetzt raus ist. Es ist raus. Bayern ist raus. Barcelona ist raus. Atletico Madrid ist raus. Und Wolfsburg ist raus. Jetzt die Top-Torjägerliste. Messi immer noch Platz 1. Dann Mané von Liverpool Platz 2. Und Dzeko von Inter Milan Platz 3. Jetzt die... Achso, erstmal muss ich natürlich euch noch die Begegnung im Halbfinale zeigen. Im Halbfinale die Begegnung Manchester City gegen Liverpool, Juventus gegen Inter Milan. Und wie ihr wisst, habe ich getippt, dass Manchester City laut FIFA das Ding gewinnen wird. Es wäre zu krass, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass Manchester City laut FIFA die Champions League gewinnt. Legen wir direkt los mit Manchester City gegen Liverpool. Und Manchester City gewinnt mit 2 zu 1. Ich habe wirklich mein Gefühl, dass Manchester City das hier gewinnt in FIFA, wird immer höher. Und die zweite und letzte Partie des Halbfinales in der Hinrunde. Juventus gegen Inter Milan. Wer setzt sich durch? Unentschieden. Das wird noch spannend in der Rückrunde. Und die Rückrunde beginnt jetzt auch schon sofort. Und zwar wieder Inter Milan gegen Juventus. Wie geht es jetzt aus? Wieder ein Unentschieden von 4 zu 4. Es musste durch Elfmeterschießen entschieden werden. Und Inter Milan kämpft sich wie schon zuletzt im Viertelfinale mit einem Elfmeterschießen weiter. Echt krass, dass Inter Milan jetzt zweimal hintereinander Elfmeterschießen hatte. Und es steht 4 zu 3 im Elfmeterschießen. Jetzt das letzte Halbfinalspiel. Und Leute, soll ich mal was sagen? Danach, nach dieser Partie, ist schon Finale. Und jetzt nochmal Liverpool gegen Manchester City. Wer gewinnt? Wieder Manchester City und Manchester City steht im Finale und ich denke wirklich, dass Manchester City das gewinnen wird. So, jetzt nochmal hier, wer raus ist, Liverpool und Piemonte Calcio Juventus ist raus. Und jetzt Finale Inter Milan gegen Manchester City. Wird mein Tipp wahr, gewinnt laut FIFA Manchester City die Champions League. Hier die Top-Torhüter. Top-Torschützen natürlich, meine ich. Bis jetzt, Dzeko von Inter Milan Platz 1, Messi nur noch Platz 2 von Paris und Mané von Liverpool Platz 3. Und jetzt, Finale, Manchester City gegen Inter Milan. Was ist das für ein Finale? Tatsächlich steht Manchester City im Finale, jetzt müssen die das nur noch gewinnen. Finale und Manchester City gewinnt das Ding tatsächlich mit einem 2 zu 1 in der Verlängerung. Ja, das ist Wahnsinn. Mein Tipp hat gestimmt. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe am Anfang getippt. Ich denke, Manchester City gewinnt die Champions League laut... Also ich habe gesagt, ich denke in echt gewinnt Bayern. Und laut FIFA denke ich, dass in FIFA Manchester City gewinnt. Und also das eine ist schon mal wahr geworden tatsächlich, dass Manchester City laut FIFA die Champions League gewinnt. Und jetzt muss nur noch mein Tipp wahr werden, dass Bayern in echt die Champions League gewinnt. Und hier jetzt der Sieger. Glückwunsch an Manchester City. Leider kann ich es nicht an die Bayern sagen, aber ich bin trotzdem richtig stolz, dass mein Tipp gestimmt hat. Okay, Manchester City, finde ich eigentlich ganz fair, dass die es gewonnen haben. Ja, dann nochmal Glückwunsch an Manchester City. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, ich bedanke mich für FIFA, dass auch FIFA ihr Tipp abgegeben hat, wer die Champions League gewinnen wird. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, dass ihr keins meiner Videos verpasst und gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben. Das war wirklich viel Aufwand, dieses Video hier für euch zu erstellen.